Unser neues Format Timeout Risky Mom hat gestartet. Ich freue mich auf mein erstes Gespräch mit Lisa Unruh, der erfolgreichsten Bogenschützin aus Berlin. Genau, ich bin die Lisa, bin 33 Jahre alt, bin gebürtige Berlinerin, bin dort aufgewachsen und Kienbaum habe ich schon kennengelernt. Da war ich, glaube ich, 7 oder 8. Allerdings damals als Schwimmerin. Also ich habe mit dem Leistungssport im Schwimmen begonnen und bin dann auf die Sportschule in Berlin gekommen als Schwimmerin. Und in der 6. Klasse, ja, habe ich die Leistung, hätte ich die Leistung in der Zukunft, sage ich mal, vielleicht nicht mehr erbringen können. Und mein Spaß ging auch ein bisschen verloren, sage ich mal. Auch ein ganz schön harter Leistungsdruck, sage ich mal, da. Sodass, ja, ich dann doch irgendwie zum Bogenschießen gekommen bin. Also meine Schwimmtrainer haben meine Mama angesprochen, meinten so, ja, die Bogenschützen, die suchen Leute und Lisa ist kräftig und hat noch Lust, irgendwas anderes zu machen. Ja. Und so. Also so war es auch. Und dann habe ich das ausprobiert, Bogenschießen, und es war meine Liebe, also wirklich. Feuer und Flamme. Ja, also noch nicht komplett, weil ich muss gestehen, mein Herz war immer noch dem Schwimmen zugewandt, sag ich mal. Aber nach 3 Jahren Bogensport war ich schon recht erfolgreich, denn bei einer Junioren-WM, da habe ich 2 Medaillen gewonnen. Und seit dem Moment habe ich gesagt, okay, Lisa, du kannst doch noch irgendwas. Ja. Und ich kann auch noch was, eine gute Sportlerin werden. Und ja, seitdem war das dann Bogenschießen, go for it und so weiter. Und bist du seitdem her Bogenschützin auch in Kienbaum zum Trainingslager? Genau, genau. Ihr seid gerade hier im Trainingslager, ihr habt in dem ganzen letzten Jahr viele Trainingslager hier veranstaltet, auch Tagestraining. Das letzte Jahr war nicht das einfachste für uns alle. Wie hast du denn diese Pandemiezeit als Sportler erlebt? Welche Herausforderungen musstest du dir stellen? Und welchen Punkt hat Kienbaum in dieser ganzen Zeit eingenommen? Welche Rolle? Also tatsächlich waren wir in einer sehr glücklichen Lage, als Berliner Sportler auch, denke ich mal, auf jeden Fall wir als Bogenschützen, dass wir im Prinzip einen Tag nicht trainieren durften, weil wir da auf das Go vom Senat gewartet haben. Und der OSB Berlin und auch der Senat haben sich dann da halt doch sehr für ausgesprochen, dass wir trainieren dürfen, also wie Kadersportler. Ja, also die Nationalkaderschützen durften dann trainieren. Mit Abständen, mit dass nur wirklich immer eine Person pro Scheibe darf nur sein und ja, dass wir die Abstände halten und so weiter. Also das haben wir und Maske und das haben wir halt auch alles umgesetzt und so durften wir halt trainieren. Und Kienbaum hatten wir gehört, dass es dann auch geschlossen wurde. Acht Wochen sogar, okay. Und das fing dann auch wieder an. Ich glaube, wir waren dann schon im Juni wieder hier in Kienbaum. Und das war erstmal wieder so von wegen, okay, wenn Kienbaum offen ist, dann ist es schon mal was Gutes, weil das ist ja auch so ein Anlaufpunkt von wegen, das ist ja das Trainingszentrum, das Bundesleistungszentrum für Deutschland. Und ich denke, das setzt halt auch ein Zeichen. Wenn wir es hier hinbekommen, dass keine Fälle auftreten, dass die ganzen Hygienemaßnahmen vollzogen werden. Und ich meine, bisher läuft es ja auch sehr gut, sagen wir es mal so. Also, Gott sei Dank, die Vorsicht ist halt auch, die muss halt auch walten. Und da waren wir halt auch sehr froh, dass man hierher fahren konnte, dass wir uns dann hier treffen konnten. Auch mit dem, also wir sind ja nicht alle aus einem Stützpunkt, wir Bogenschützen, sondern es sind ein paar verteilt in Deutschland. Und so konnten wir halt auch zusammenkommen und wieder zusammen trainieren auch. Und es war halt hier in Kienbaum möglich und das ist halt wunderbar. Also kann man auch sagen, dass ihr euch hier sicher fühlt? Oder ist das auch ein mulmiges Gefühl, wenn halt aus ganz Deutschland alle Athleten hier zusammenkommen? Nee, also ich muss sagen, ich habe kein mulmiges Gefühl, weil durch diese Entzerrung der Sportler, zum Beispiel beim Essen, da ist im Prinzip beim Essen sieht man sich ja nur. Man trifft sich ja nicht oder nur vielleicht auf dem Weg, sozusagen. Und nee, also ich muss sagen, ich hatte nicht eine Sekunde daran gedacht, von wegen sie mich hier irgendwie anzustecken oder sowas. Gab es denn aber irgendwas, was ihr erwartet habt, vielleicht was trotzdem umsetzbar ist, was leider nicht möglich war oder was wir nicht umsetzen konnten? Oder andererseits kamt ihr her und dachtet, okay, das ist definitiv beschlossen, das ist nicht möglich und wir haben es aber trotzdem irgendwie geschafft umzusetzen. Gab es da irgendeinen Aspekt? Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man mehr regenerative Maßnahmen hier machen kann, also so wie Sauna oder Kältekammer oder sowas. Aber ja, ich sag mal so, der Sport
es geht ja auch ohne, muss es ja. Und dann hat man halt selber seine regenerativen Maßnahmen gemacht im Zimmer, zum Beispiel, weiß ich nicht, Blackball oder sowas. Und das hätte ich mir gewünscht, aber an sich bin ich sehr zufrieden, dass wir überhaupt trainieren können. Denn viele können das nicht und deswegen bin ich da sehr glücklich. Wenn wir jetzt, wir sind ja auf dem geraden Weg Richtung Olympia, sind da irgendwelche mulmigen Gedanken bei dir, dass du dir Gedanken machst, wenn du von anderen Sportlern hörst, die vielleicht jetzt auch an einer Infektion gelitten haben, dass es denen nicht so gut geht? Ich habe auch von vielen Sportlern schon gehört, die auch, die auch sehr starke Symptome hatten und auch immer noch darunter leiden. Ich muss gestehen, ich vergeude keinen Gedanken daran, weil ich bin so konzentriert auf meinen sportlichen Weg, weil es dann noch so viel zu verbessern gibt. Und bei uns haben auch die Wettkämpfe angefangen seit 5 Wochen. Und wir sind voll im Prozess drin mit eine Woche zu Hause, eine Woche weg und so weiter. Und das geht jetzt ja alles Schlag auf Schlag. Und wir bewegen uns ziemlich schnell Richtung Tokio zu, also auf Tokio zu. Und deswegen vergeude ich da keinen oder verschwende ich keine Gedanken daran und hoffe einfach, dass ich die Krankheit nicht bekomme und hoffe auf ein gutes Immunsystem meinerseits. Von daher bin ich da relativ relaxed. Hattest du denn irgendein Ritual, was dich durchs letzte Jahr gebracht hat, die Motivation aufrechtzuerhalten? Weil schon war ja schon um ein Jahr eine Verschiebung, bedeutet ja im Sportlerleben auch dann viel. Ich hatte ein paar andere Umstände, sage ich mal, weil ich wurde vor 1,5 Jahren an der Schulter operiert. Und zu der Zeit war es im Prinzip, also es war ein Segen für mich, dass die Spiele verschoben wurden, weil ich einfach halt viel mehr Zeit hatte, mich zu heilen und ich konnte meiner Schulter mehr Zeit geben dann und habe im Prinzip wieder eine Chance, überhaupt bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Denn ja, ich sag mal so, letztes Jahr sah nicht so gut aus, dass ich das geschafft hätte. Und deswegen muss ich sagen, hatte ich gar keine Motivationsschwierigkeiten, sondern ich war ja noch auf so einem Punkt, ich sag mal so, auf so einem aufsteigenden Ast, dass ich sage, meine Leistung geht wieder nach oben, ich kann jetzt weiter trainieren und irgendwann hoffe ich, dass es wieder normal wird, also auf ein gutes Leistungsniveau wieder raufkommt. Und deswegen hat mich das überhaupt nicht irgendwie eingeschränkt oder irritiert oder sowas. Ich habe einfach weitergemacht und das hat mir, diese Zeit habe ich gebraucht und das war auch gut für mich. Kannst du überhaupt einschätzen, wie ihr gerade oder du bzw. ihr als Mannschaft im internationalen Vergleich dasteht, weil ja so wenig Wettkämpfe stattgefunden haben? Oder ist das ein komplettes Überraschungspaket dann quasi? Noch mehr Überraschungspaket als sonst eigentlich schon? Also als allererstes möchte ich mich sowieso überhaupt, also ich persönlich mich zu den Olympischen Spielen qualifizieren, deswegen habe ich noch gar keine krassen Vorstellungen, wie es denn Tokio dann sein wird für mich. Weil wir haben halt erstmal die internen Ausscheidungen, weil wir haben 3 Quotenplätze für Deutschland für die Frauen und wir sind 6 Frauen, die um diese 3 Plätze kämpfen. Deswegen bin ich da erstmal noch sehr konzentriert auf diesen Quali-Weg sozusagen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und im internationalen Vergleich, also es ist so, dass wir vorletzte Woche einen Weltcup in Guatemala hatten und dort sind wir mit dem Team Dritter geworden. Ja. Und wir haben uns eigentlich ganz gut präsentiert und tatsächlich ist es immer im Prinzip so ein kleines Überraschungspaket, wenn man zu den Olympischen Spielen fährt, weil da ist irgendwie mal alles möglich. Aber ich denke, wenn wir alle einfach unseren Fokus behalten, unsere Schießtechnik vor Augen haben, immer unser Ding machen einfach, dann treffen wir gut und dann können wir auch viel erreichen. Hier zu sein und das ist halt auch so eine, fast schon ein zweites Zuhause, weil ich, wie gesagt, ich bin hier schon seitdem ich 8 bin und es ist immer schön hier, schöner Waldgeruch, ich liebe es, die Natur und diese Ruhe, dieses Abgeschottetsein und einfach trainieren und machen oder Wettkämpfe haben, ist schön, immer wieder. Sehr schön, dann vielen, vielen Dank, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen dich in Tokio. Vielen Dank.